Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Es wurde über Twitter entschieden, dass ich dieses Mal die Charaktere der Strohbande, innerhalb der Bande natürlich, sortiere und so logisch wie es geht platziere. Also mit so vielen Fakten und so vielen anderen Zeugs. Hier geht es auch um die aktuelle Bande und nicht um jeden, der mal in der Bande war. Aber jetzt, shake it Shinshan und los geht's mit der Rangliste. Wie ich den ersten Platz bestimmt habe, sollten aber einige wissen. Platz 9. Ich glaube, das weiß jeder. Nami. Sie ist die meiner Meinung nach schwächste Person aus der Strohbande. Sie kann sich zwar dank ihres Klimatax-Schocks gegen Feinde behaupten, doch sollte sie nicht wirklich was gegen andere aus der Bande bewirken können. Also, wenn es ein ernster Kampf wäre. Sie ist halt nur ein normaler Mensch mit sehr wahrscheinlich starke Rückenschmerzen. Aber wir können auf den neuen Klimatax-Stock gespannt sein. Platz 8. Robin. Sie hat schon eine ziemlich unfaire Frucht. Nach dem Skip kann sie nun auch Doppelgänger erschaffen, was allerdings Robin selbst Schaden zufügt, wenn diese verletzt werden. Also sind die von Mingo natürlich irgendwie besser. Obwohl er wiederum nicht sehen kann, was sein Doppelgänger sieht und... Egal, das ist nicht das Thema. Wenn der Gegner nicht zu schnell ist oder andere Fähigkeiten hat, um ihrer Frucht zu entkommen, landet sie doch schon recht häufig beim Gegner ein Genickbruch. Was meiner Meinung nach ziemlich gefährlich ist. Jedoch hat sie sich nach dem Skip im Gegensatz zu den anderen Strohhüten nicht ganz so stark weiterentwickelt. Leider sind die beiden weiblichen Personen ganz unten. Vor dem Skip war zumindest Robin viel weiter oben. Doch nach dem Skip sind die beiden leider nur noch Fanservice geworden. Wirklich schade. Platz 7. Nicht erschrecken, Chopper. Glaubt es oder nicht, Chopper ist nach dem Skip nur auf Platz 7. Nachdem er 2 Jahre trainiert hat, ist er in jedem Pirate Warriors so gut wie unspielbar. So ein nutzloser Waschbär. Allerdings kann er nun mehrere Formen annehmen und dies ganz ohne Rumble Ball. Mit nur einem Rumble Ball kann er nun zu seiner Monsterform werden und diese für 3 Minuten kontrollieren. Das kleine Haustier... Ja, süßes, kleines Haustier hat sich während des Skips nicht nur auf das Training konzentriert bzw. nicht nur auf das Training konzentrieren können, sondern auch auf die Medizin des Landes. Somit kann man auch eigentlich ohne Databook darauf schließen, dass er nun der drittschwächste ist. Dazu ist die Monsterform sehr schwerfällig, ein zu großes Ziel für die folgenden Strohhüte und nach den 3 Minuten kann er sich 2 bis 3 Stunden nicht bewegen. Allerdings hat er mit der Monsterform wohl mehr Kraft als die Riesenbeine oder Hände und so weiter von Robin. Jedoch ist er laut Oda noch immer im Trio der schwächeren 3 Crewmitglieder und somit habe ich ihn als drittschwächsten platziert, also als stärksten der schwächsten Crewmitglieder. Platz 6, Brook. Unser immer gut gelaunter singender Knochenmann ist nun durch seine Seele auch imstande, eiskalte Attacken durchzuführen. Er würde wohl zu schnell sein, als dass Robin ihn zu fassen bekommen würde und würde sie ihn zu fassen bekommen, dann würde das auch irgendwie wenig was bringen. Dank dem, dass er nur noch ein Skelett ist, ist er in der Lage, über das Wasser zu laufen. Durch seine Seele kann er per Schnitt Sachen gefrieren. Vor der Dressrosa Arc wäre er auf jeden Fall ein Platz weiter oben. Aber nun ist ein Platz weiter oben und somit auf Platz 5 Gott Lysop. Ja, Freunde, Chopper steht offiziell unter Gott Lysop. Und ich denke, nach der Dressrosa Arc ist auch Brook unter ihm. Da guckt Brook jetzt blöd, obwohl... Er hatte ja keine Augen zum Gucken. Johohohoho! Lysop hat sich in den Jahren sehr weiterentwickelt und deshalb hat er sich nun von dem Trio der schwächeren Crewmitglieder, welches sich damals aus Chopper, Lysop und Nami gebildet hat, verabschiedet, wie man hier sehr gut sehen kann. Oh, falsches Bild. Das Bild kann man aber auch ein wenig lassen. Eigentlich würde ich Brook vor Lysop einschätzen. Direkt nach dem Skip fand ich Brook natürlich stärker und seine Gefrierfähigkeiten waren sehr gut. Doch Lysop hat nun auch Observationshaki, was ihn meiner Meinung nach etwas vor Brook abhebt, wenn auch nur minimal. Wenn Brook auch eine Haki-Art bekommt, so wird Brook auf jeden Fall wieder über Lysop stehen. Platz 4, Frankie.
Der Schiffszimmermann ist durch seine neuen technologischen Erweiterungen von Vegapunk extrem gut ausgerüstet. Er kann nun Kizarus Laser abschießen und sogar seine Frisur nach Knopfdruck ändern. Holy shit! Dazu ist er nun überall Cyborg und somit hat er keinen empfindlichen Rücken mehr. Er besteht nun aus einem extrem stabilen Material, welches Brook wahrscheinlich nicht zerschneiden könnte und für Lysop wird es auch ziemlich sehr schwer. Wenn er seine kleinen Spielzeuge auch noch rausholt, also sowas wie General Frankie, dann kann keiner mehr von den unteren Platzierten durch. Die da drüber natürlich schon, aber die da unten haben dann null Chancen mehr. Und von seiner Geheimwaffe muss ich gar nicht erst anfangen. Sein... Platz 3, Sanji. Sanji, derjenige, der zum Monster-Trio von den Strohhüten gehört. Nach dem Skip und dank Ivankovs und der Hilfe der Tunten hat er den Moonwalk erlernt und wurde auch so stärker. Er war zwar schon immer leicht von Ruffy und Zoro abgegrenzt, jedoch war das Trio immer klar. Leider hatte er während des Skips, also in den 2 Jahren, wohl das schwächste Training des Monster-Trios. Das Training von Ruffy und Zoro waren um Längen besser als das von Sanji. Dennoch ist er noch immer der drittstärkste aus der Bande und mit seinen Kicks und seinen französischen Attacken, wo er die Geheimkunst auf der Nakama-Insel zum Vorschein gebracht hat, also weglaufen, ist er absolut nicht zu unterschätzen. Platz 1 und 2. Wie gesagt, Platz 1 und 2 teilen sich 2. Also irgendwie, naja. Auf Platz 1 und 2 sind Vivi und Karu. Natürlich sind es Ruffy und Zoro. In einer Arc ist Ruffy stärker und in der anderen Zoro. Im Grunde genommen sind sie eigentlich gleich stark. Dies hat Oda im Databook Yellow auch bestätigt. Dazu habe ich aber schon ein Video gemacht, wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr dorthin. Die Begründung, dass Ruffy der Captain ist und deshalb stärker sein muss, ist purer Blödsinn, wurde von Oda selbst dementiert und ist aus dem Nichts gegriffen. Ruffy hat Zoro das Leben gerettet und deshalb respektiert er ihn. Wenn er den Respekt verliert, so wird er aus der Crew gehen. Dies passiert aber nicht einfach so. Ruffy müsste seinen Traum aufgeben, sein Training vernachlässigen und somit nicht mehr imstande sein, seine Crew zu schützen. Man kann auch Respekt gegenüber einer anderen Person haben, ohne dass die Person stärker sein muss. Whitebeard hatte auch Respekt vor Sengok, Shanks, Marco oder Ace und Whitebeard war dennoch viel stärker als diese. Oder wenn Ruffy einen Kindergarten aus der Bande macht, dann haut er auch ab. Schon zu Anfang wusste Zoro nicht, wie stark er ist, weshalb es absoluter Schwachsinn ist, dass er die Crew verlassen würde, wenn Ruffy schwächer wäre als er. Wir haben Zoros volle Stärke nach dem Skip noch nicht gesehen. Jedoch ist er auf jeden Fall schneller als das Gear 2 von Ruffy. Dieser wurde nämlich von diesem komischen Tentakeltypen auf der Fischmenscheninsel ohne Steroide getroffen und konnte vergiftet werden, während er nicht mehr mit Steroiden gemerkt hat, dass Zoro all seine Schwerter halbiert hat. Es gibt eine Sache, weswegen die sich den Platz, also die beiden Plätze teilen, nämlich das Gear 4 und dass wir nicht genau wissen, wie stark Zoro ist. Wir wissen, Zoro hält unnormalst viel aus. Und hier ist die Sache, hält er Gear 4 aus? Gear 4 hält nicht so lange und hier kommt es eigentlich auch zum Wanken. Entweder Zoro hält das Gear 4 aus und hat somit gewonnen, Zoro hält das Gear 4 nicht aus und hat verloren, oder sie sind sich irgendwie dort ebenbürtig und kriegen ein Unentschieden. Egal was passiert, sie sind auf jeden Fall auf Platz 1 und 2. Das war jetzt eine leichte Lösung. Aber ich denke weiterhin, dass diese beiden sich nicht voneinander abheben. Das werden sie niemals in der Serie. Nie. Sie waren von Anfang an recht gleich stark und werden es auch zum Ende sein. Natürlich dominiert der eine in der anderen Art und der andere dann in der einen Arc. Aber im Grunde genommen sind sie gleich stark. Das ist auch das, was Oda gesagt hat. Und ich verstehe auch nicht, warum er es einfach so nach dem Skip ändern sollte. Aber ja, Freunde, das war die Liste und Zuordnung der Strohhüte innerhalb der Bande. Ich werde versuchen, öfter mal eine Abstimmung via Twitter zu machen. Ich denke, das nächste Video habe ich schon so ziemlich geplant, zumindest. Aber ja, schreibt mir doch mal eure Liste, falls ihr irgendwo was nicht so sieht, wie ich sehe, unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns einmal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.